So ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr wie gestern in Neuss muss gut koordiniert werden. Per Funk werden die Kommandos gegeben von der Leitstelle, bisher immer noch analog. Schon seit Jahren warten die Einsatzkräfte auf den digitalen Funk. Der krankt bisher an Problemen, wie wir sie alle vom Handy her kennen. Schlechte Verbindungen und manchmal eben auch kein Empfang. Die Krefelder Feuerwehr testet den Digitalfunk nun schon seit einem halben Jahr. Heute gab es eine echte Nagelprobe. 40 Fahrzeuge wurden dabei zu 300 Einsatzorten geschickt. Dabei wollten die Planer nicht nur den digitalen und den analogen Funkweg überprüfen, sondern auch testen, wie eine außergewöhnliche Einsatzlage am besten koordiniert werden kann. So, Florian, 11, 19, 11, Sie übernehmen folgenden Einsatz. Einsatznummer. Sie kommen im 30-Sekunden-Takt die Aufträge an die Männer draußen. Stresemannstraße 11. Die Sonne scheint, aber in diesem Szenario ist Land unter. Unwetter, hunderte Einsätze. Rettungskräfte nicht nur aus Krefeld, auch aus Duisburg, Gladbach und Neuss sind mit dabei. Und aus dem Kreis Viersen. Von dort kommen Thomas Kirchrath und sein Kollege. Auch sie warten auf ihren Einsatz. Die Notrufe kommen dann ja auch vermehrt in der Leitstelle an und müssen dann erstmal zugewiesen werden. Und das bedeutet natürlich dann auch immer einen Zeitaufwand. Dann kommt er ihr Zielort auf analogem Funkweg. Einsatzauftrag für Sie im Stadtteil Elfrath. 40 Rettungsfahrzeuge schicken sie heute quer durch Krefeld. Nirgendwo werden Keller ausgepumpt. Es geht darum, möglichst viele Einsätze zu koordinieren, mit Analog- und Digitalfunk. Dietmar Meißner ist der Chef in der Leitzentrale. Er bekommt 2,5 Stunden lang fingierte Anrufe, vom umgestürzten Baum bis zum Stromausfall. Wir sortieren auch nach Prioritäten und arbeiten die Dinge, die eine hohe Priorität haben, auch als erstes ab. Ganz besonders ist es heute die Nagelprobe für den Digitalfunk. 5191 von Florian Krefeld kommt. Ein halbes Jahr lang haben sie den Digitalfunk in Krefeld schon getestet. Noch sind ein paar Schwächen da, sagt der Chef. Die Testphase hat schon ergeben, dass also wie gesagt die Qualität in der Verständigung sehr gut ist. Aber wir haben einige Bereiche im Stadtgebiet, im östlichen Stadtgebiet, wo wir eine Unterversorgung festgestellt haben. Und das muss noch behoben werden. Thomas Kirchrath und Christian Zerner sind unterdessen auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Heute wimmelt es nur so von Rettungsfahrzeugen auf den Straßen von Krefeld. Nur Blaulicht dürfen sie nicht einsetzen. Um 10:30 gibt es Probleme. Ein Funknetz bricht zusammen. Nicht das Digitale, ein analoges. Wir werden also jetzt diesen Einsatzabschnitt über einen neuen Analogfunkkanal führen. Und das während des Einsatzes. Das ist so schon eine hohe Kunst und das müssen wir also jetzt einspielen. Thomas Kirchrath und Christian Zerner sind am Ziel. Ihr Auftrag kommt digital. Ich wiederhole, welches Tier befindet sich in der Garage? Kleine Rätsel für die Rettungskräfte, alles zu Testzwecken. Die Lösung hier lautete Balu der Bär. Am Ende sind fast 300 Aufträge bearbeitet. Der Digitalfunk hat diesen Härtetest bestanden.